Eigentlich war der gestrige Handelstag an der Wall Street prädestiniert dafür, dass man extrem aufpassen muss, dass einem die Kinnlade nicht auf die Tastatur fällt, weil eben etwas wenig Bewegung war vor den großen US-Tech-Zahlen, vor der Fed-Sitzung, vor wichtigen Konjunkturdaten wie den US-Arbeitsmarktdaten. Aber dann auftritt Janet Yellen und die hatte für eine Rallye gesorgt, indem die Schuldenaufnahme der USA geringer ist als erwartet, dadurch die Renditen nach unten, Aktienmärkte nach oben, hurra, alles super, alles toll. Siehst du, die USA nehmen sogar weniger Schulden auf als erwartet, dass all das nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein ist. Angesichts eines massiven Schuldentsunamis, gut, Schwarm drüber. Die USA bezahlen ja 1 Billion an Zinsen. Das ist mehr als der Verteidigungshaushalt der USA beträgt für ihre Schulden. Das ist ein kleines Memo für die Gegner der Schuldenbremse, die sagen, ach was, wir müssen hier ständig Notstände erklären. Letztendlich sind das unsere Nachkommen, sind es unsere Kinder, die diese Schulden zu bezahlen haben. In den USA ist das Problem schon virulent, bei uns ist es noch im Griff. Aber einige Herrschaften wollen scheinbar, dass es in die Richtung der USA geht. However, schauen wir uns die Dinge an. Vor den großen Zahlen der Tech-Unternehmen heute startend mit Google, also Alphabet, mit Microsoft und zu beachten auch AMD, weil in Sachen KI-Euphorie, aber schauen wir uns hier die ganze Geschichte mal an. Also man hat die Borrowing Estimates, die Erwartungen, die Schätzungen, wie viel Geld geliehen werden muss, von 816 Milliarden auf 760 Milliarden für den Zeitraum Januar bis März gekürzt. Also das sind 56 Milliarden Dollar. Viel, viel Geld, aber im Kontext der amerikanischen Verschuldung von über 34 Billionen, also eine ganz andere Hausnummer, 34.000 Milliarden. Hier haben wir jetzt also mal eine Kürzung um 56 Milliarden. Das ist also praktisch nicht so fürchterlich viel. Und dann will man für April bis Juni 202 Milliarden leihen. Das ist sportlich, respektive das wäre dann ja deutlich weniger. Hier im, allein im zweiten Quartal hat man, oder allein in den letzten 4 Wochen hat man schon 134 Milliarden geliehen, aber dann erwartet man, dass man im zweiten Quartal insgesamt also nur 202 Milliarden leiht. However, wir sehen also, dass die Renditen gefallen sind, fallende Renditen sind gut für Aktienmärkte, also stiegen vor allem die großen Tech-Werte, die von fallenden Renditen besonders profitieren. Der Dollar fiel, auch schick für die Märkte, hier sehen wir mal vor allem die Magnificent 7 Aktien, die deutlich nach oben gegangen sind. Unten sehen wir die US-Indizes, Plonk. Da ging es erstmal nach oben mit diesem Treasury Refunding. Das war also marktpositiv. Und wie hier rechts Michael Hartnett von der Bank of America schon gesagt hatte, am 30. Oktober letzten Jahres, da war die Ankündigung des US-Finanzministeriums, dass man weniger Geld borgen würde, als erwartet, der Katalysator für eine epische Rallye, die Renditen von 5 auf unter 4% gesunken, der S&P 500 von 4.100 Punkten auf 4.800 Punkte. Und hier also der nächste positive Aspekt für die Märkte, allerdings, Nasdaq über 1% im Plus, allerdings WIX immer noch 2,5% im Plus. Wir hatten sogar zwischenzeitlich einen Anstieg von 15%, mal kurz beim WIX, ist genau hier an einen wichtigen gleitenden Durchschnitt gelangt, wie Sie hier unten sehen. Aber das sieht schon irgendwie jetzt nicht danach aus, als wäre die Vola besiegt, als wäre die Vola vorbei. Das ist aus meiner Sicht schon ein Ausbruch eben aus diesem Abwärtstrend. Da wird jetzt ein Boden ausgebildet, von dem dann die Volatilität nach oben gehen dürfte. Kommen wir nochmal zurück zu den Schulden, zum Wachstum, zum Defizit in den USA. Wir hatten ja großartiges Wachstum in den USA. Aber das Defizit ist größer als das Wachstum und die Schuldenzunahme ist noch viel größer, mehr als das Doppelte. Das heißt, faktisch, die Amerikaner erkaufen sich ihre schönen Zahlen, ihre schönen BIP-Zahlen durch immer neue Schulden. Wenn Janet Yellen jetzt sagt, ach, wir machen ein bisschen weniger, dann ist zu vermuten, dass man später sagt, wir müssen doch ein bisschen mehr wieder machen, weil es nicht ausreicht. Jamie Dimon von JP Morgan hat jetzt gesagt, wir stehen vor einer globalen Rebellion
angesichts der US-Schulden. Es ist wie eine Klippe und wir fahren mit 80 Meilen pro Stunde auf diese Klippe zu. Aber Janet Yellen möchte dem guten Joe die Wahl gewinnen. Also musst du ein bisschen ja Geld drucken und dadurch, dass du das Geld druckst, vermeidest du eine Rezession. Hier wurde Janet Yellen jetzt gefragt, ja, was würden sie denjenigen ja antworten, vor einigen Tagen war das schon, die sicher waren, dass die USA in eine Rezession gehen würden. I told you so, Yellen said. Also Janet Yellen hat gesagt, ich habe gesagt, wir werden nicht in eine Rezession gehen. Und seht ihr, ich habe recht gehabt, ein Wunder angesichts des Gelddruckens. Also das ist Financial Engineering at its best durch Janet Yellen. Jetzt haben wir ja die Wahlen, aber hier wie Financialot anmerkt, 2020, 2008 und 2000 gab es auch vor Wahlen doch ziemlich scharfe Einbrüche, Crashes an den Märkten. Also die Wahlen alleine dürften es nicht reichen, dürften da nicht hinreichend sein. Jetzt kommt einer um die Ecke, der sagt, Allzeithochs an den US-Märkten muss ja mit mir zu tun haben, Sid Donald. Denn Sid Donald hat das Problem, er sagte Biden der schwächste Präsident aller Zeiten, aber Aktienmärkte auf Allzeithoch passt für ihn nicht zusammen, weil er immer in seiner Präsidentschaft ja Allzeithochs mit seiner Person verbunden hat. Also was liegt näher als jetzt zu sagen, muss dann daran liegen, Allzeithochs, dass ich ja in den Meinungsumfragen vorne liege, also Präsident werde, weswegen die jetzt schon mal die Party feiern. Sid Donald, Narzisster, also das ist wirklich schon ein Riesenpunkt. Ich glaube, jetzt im Vordergrund, weil das Ganze noch weit weg ist, Donald Trump würde, wenn er gewählt würde Anfang November, dann erst Anfang Januar nächsten Jahres, also in einem Jahr an die Macht kommen. Das ist ein bisschen weit vorgegriffen. Was man hier feiert oder hofft, ist vor allem Rate Cuts und vielleicht wieder Quantitative Easing, wenn dann die Fed ihr Bank Term Funding Program einstellt, weil dann eigentlich die ganzen Banken unter Wasser sind, die letztendlich auf Buchverlusten sitzen, die sie aber letztlich kaschieren können, indem sie ihre Anleihen zum Beispiel hinterlegen und 100% Nennwert dafür bekommen. However, also Trump sagt schon mal, alles wegen mir, ist klar, wenn Trump an der Regierung ist, dann gibt es keine Kriege mehr, weil unter mir wäre das nicht passiert, sagt Trump. Also das zeigt schon so ein bisschen nach meiner Auffassung, diese Ego-Fixierung, diese ich bin der totale Mittelpunkt der Welt, alles drumherum kreist um mich wie Sterne. Das ist sozusagen schon mal ein Vorgeschmack auf das Kommende. Heute jetzt ja die Zahlen, wie gesagt, Microsoft und Alphabet. Microsoft jetzt, Marktkapitalisierung über 3 Billionen, gestern auch gestiegen, anders als Apple, also der Abstand wird größer. Dann haben wir Alphabet, 1,9 Billionen. Und am Donnerstag dann ja Apple, Amazon und Meta, aber schauen wir uns Microsoft mal an vor den Zahlen. Hier sehen wir RSI weit über 70, scharf überkaufte diese Aktie. Da ist selbst bei guten Zahlen aus meiner Sicht dann nicht mehr so viel drin. Die Aktie würde dann wahrscheinlich bei sehr guten Zahlen nochmal steigen, um dann buy the rumor, sell the fact Verhalten zu zeigen. Schauen wir uns mal eine Alphabet an. Weniger überkauft, aber auch überkauft. RSI auch über 70 vor einer negativen Divergenz. Aber Apple, Alphabet ist aus meiner Sicht durchaus etwas, wo ich sagen würde, bei den Magnificent Seven die wahrscheinlich substanzstärkste Aktie mit. However, gucken wir uns den Market Breadth mal an, also die Marktbreite. Fast 84% der S&P 500 Aktien handeln über ihrem 100-Tages-Schnitt. Es ist also ein bisschen breiter geworden, aber nur scheinbar, denn wenn wir diese Grafik hier mal sehen, wenn sie denn nach zwei Stunden kommt, meine Damen und Herren, dann sehen wir der S&P 500 Allzeithoch. S&P Equal Weight, kein Allzeithoch, weit weg davon. Sogar unter den Hochs, die wir hier kürzlich noch gemacht haben im Dezember. Also es ist doch weitgehend diese Big Tech Aktien Rally, die das Ganze hier stützt. Jetzt kommen wir mal zur Fed, die ja am Mittwoch dann tagen wird und die Zinsen unverändert lassen wird. Aber dennoch könnte es eine wichtige Sitzung werden, weil man wahrscheinlich etwas sagen wird zur Bilanzreduzierung erstens und zweitens, weil man andeuten wird, ist es möglich, dass im März die Zinsen sinken? Ja, nein. Derzeit die Chancen fast 50-50, leicht größer, dass es keine Zinsänderung gibt im März.
Aber hier nochmal das, was Diego Fasnacht auf den Punkt bringt, nämlich der Realzins ist wahrscheinlich das Entscheidende. Der ist in wenigen Jahren um knapp 5% gestiegen und es wäre erstaunlich und außergewöhnlich, wenn das nicht mit wirtschaftlichen Folgen einhergeht. Der Realzins ist der Preis des Geldes. Ist dieser höher, dann sinkt gewöhnlich eben die Nachfrage. Genau das ist aber nicht so wirklich passiert in den USA, wie wir wissen. Aber hier nochmal dieser Realzins. Wir haben ja einen Leitzins von 5,25% und wir haben dann positive Realrenditen. Man kann also rechnen, der Zins minus das, was an Märkten an Kapitalzinsen geboten wird, also zum Beispiel für eine 10-jährige US-Staatsanleihe, da sind wir ja über 4%. Sodass eben die Zinsen höher sind als die Renditen, das nennt man dann positiver Realzins, ist also der Preis des Geldes und das, so Alf, wäre ein Grund, die Zinsen zu senken. Ähnlich hatte sich kürzlich schon der eine oder andere Wall Street-Gigante geäußert. Mir ist gerade der Name entfallen, weil es Bill Gross. Ich glaube, es war Bill Gross, der das gesagt hat. Also Realzinsen sind das Entscheidende. Aber jetzt ist eben die Frage, wie geht es mit der Inflation weiter? Auffallend jedenfalls, dass die Fed seit 3 Wochen praktisch kein Quantitative Tightening mehr betreibt, also die Bilanzsumme kaum mehr reduziert. Wir kriegen ja jetzt in dieser Woche dann neue Daten zu dieser ganzen Bilanzreduzierung oder was die Fed da gemacht hat oder nicht gemacht hat. Und in Sachen Iran, Biden hat offenkundig oder ist dabei, einen militärischen Plan zu autorisieren, was passieren wird. Und das also dürfte jetzt unmittelbar bevorstehen. Manche haben gesagt, ja, heute Nacht US-Zeit wird das schon passieren. Was könnte passieren? Offenkundig hat man 2 Ziele. Erstens iranisches Personal in Syrien oder im Irak. Die Iraner haben ja da überall ihre Fühler mit drin. Oder Iranian Naval Assets in the Persian Gulf, also dass man Schiffe angreift im Persischen Golf. Laut Berichten wäre ein Angriff auf die Führung selbst im Iran, eine rote Linie, die sozusagen dann zu einem vollumfänglichen Krieg führen würde. However, wir dürfen gespannt sein, was da passiert, wie stark diese Eskalation sein wird oder nicht. Eine gewisse Eskalation sehen wir in China nach der Pleite von Evergrande oder der Zwangsliquidierung, kann man sagen, von Evergrande. Wir sehen die Aktien in Hongkong oder den Hang Seng Index 2% im Minus. Hier sehen wir Chinese Developers, also Immobilienfirmen, über oder an die 4% im Minus. Und hier sehen wir mal jetzt 3 Tage im Minus in Folge. China Markets show pressure growing for Beijing to do more. Die sollen also mehr machen, die Chinesen, die Führung in Peking. Die sollen doch jetzt bitte mehr Stimulus betreiben, so schreien Märkte, Anleihemärkte wie auch eben die Aktienmärkte. Wir sehen unter Druck BYD-Shares, weil China Price War, also weil einfach der Preisdruck so extrem hoch ist, die Konkurrenz so hoch ist, dass hier wenig Profit überhaupt möglich ist. Und so sehen wir insgesamt in einem deflationären Umfeld ja in China, dass die 10-jährige Anleiherendite jetzt auf den tiefsten Stand seit 2 Jahrzehnten gefallen ist. Weil man sagt, die müssen weiter auch die Zinsen senken. Wir haben eine ja sinkende Bevölkerung in China. Wir haben einen massiven Abschwung am Immobilienmarkt. Wir haben die Situation, dass es mit dem Handel schwieriger wird für China. Die Handelsbeziehungen zu den USA wie auch zum Westen insgesamt deutlich rückläufig. Das versucht man über mehr Handel mit Russland zu kompensieren. Wird nicht wirklich gelingen, weil die Margen da nicht drin sind. Dann sind 6 Billionen Dollar praktisch entschwunden am Aktienmarkt. Also eine schwierige Situation für die Chinesen. Bei uns sieht es besser aus, aber jetzt auch nicht besonders. Heute um 10 Uhr kommen die BIP-Zahlen aus Deutschland. IFO sagt, wir sind im ersten Vierteljahr, dürften wir schon wieder schrumpfen. Und zwar um minus 0,2%. Nicht dramatisch, aber von Aufschwung ist eben auch nichts zu sehen. Das ist das große Problem, das die deutsche Wirtschaft hat. Hier sehen wir mal, Frankreich hat seine BIP-Zahlen gebracht. Immerhin 0,7% Wachstum im letzten Quartal. Also Frankreich steht etwas besser da, aber wenn wir sehen, dass letztendlich auch hier die Probleme relativ groß sind, die Einkaufsmanager-Indizes immer weiter nach unten zeigen,
dann dürfte das auch für Frankreich schwer werden, dürfte es für die EZB schwer werden. Was tun, wenn die zwei großen Länder der Eurozone, Deutschland und Frankreich, schwach sind? Das ist die Frage. Abschließend, meine Damen und Herren, Empfehlungen. Fünf Schwergewichte melden die Megawoche für den S&P 500. Andrich Stacke mit, wie immer, klugen Aussagen zu den Dingen. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren, und schwache Wirtschaft, seltsame Politik, dann sehen wir einen Firmenexodus in die USA, der zu einer Flut sich entwickelt. Zweite Empfehlung und die dritte und letzte Empfehlung, meine Damen und Herren, ist das Webinar heute mit Giovanni Ciccivelli, Jens Czernowski, News Trading, Day Trading. Was ist das? Was kann man davon lernen? Wie kann man davon profitieren? Heute 19 Uhr. Sie können sich anmelden, bekommen dann einen Link zugeschickt von XTB, die das Webinar organisieren. However, 19 Uhr, deswegen heute kein Marktgeflüster, weil Webinar. Also würde mich freuen, wenn wir uns dann heute Abend sehen. Ich sage Servus, ciao.